Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von, wie heißt denn das Spiel? Switch 51 Games. 51 Worldwide Games. Ah ja, genau. Auf der Switch mit Jonathan und wir spielen heute Farbcode-Knacker. Also das habe ich immer früher bei meiner Oma gespielt, das heißt Mastermind. Ich bin hyped. Oh, da habe ich das schon mal gesehen. Okay, ja, also ich kenne es noch nicht, die haben uns das gerade erklärt. Es geht darum, wobei, mach mal spielen, dann kriegen wir das hin. So. Haben wir da eine Zeitbegrenzung? Ich hoffe nicht, dann kann ich kurz nochmal sagen. Genau, errate die Kombination, die da rechts unter diesem Ding ist. Ah, okay, ich muss und das erste Ding. Jay machen. Fängt jetzt an zu raten, welche Farben denn da in welcher Reihenfolge sein könnten. Und oben in diesen vier Pins wird ihm gleich angezeigt, welche denn eventuell richtig sind. Weiß heißt, da stimmt die Farbe. Lol, was? Was? Wie will die Farbe? Achso, nee, du musst nochmal bestätigen. Ich dachte, das wäre schon richtig. Ah, guck mal, zwei Pins. Zwei Treffer. Zwei Treffer heißt, zwei Farben sind richtig. Jetzt genau, müsste ich überlegen, welche Farben könnten denn richtig sein? Viel Spaß also beim Raten von denen. Ich sollte auf jeden Fall mindestens zwei gleiche Farben nehmen. Und da du keinen Treffer bei den... Warte mal, zwei richtige Farben? Dann entscheide ich mich einfach mal für Blau und Rot. Und mach einfach mal den hier. Wow. Keine Volltreffer, ein Treffer. Ja, das ist wow. Richtig scheiße. Das heißt. Okay, blau oder rot ist zumindest schon mal die richtige Farbe. Hey, spielen okay, wir das zusammen? Nee, wir spielen gegeneinander. Wer als erstes errät, also. Der gewinnt. So, so. Oh, du meinst so, grün und rot, wart. Und so müsste es dann sein. Hä? Keine Volltreffer. Genutzt. Hä? Okay, das heißt, blau war richtig. Und ich glaube, du hast. Warte mal, blau war bestimmt die Farbe, die richtig war. Die hatten wir da aber schon. Nee, in Blau darf nicht an die mal. Position. Ja, ich weiß. Warte mal, wie ändert. Achso. Ich glaube, Blau war die richtige und Grün. Und Grün hattest du da schon. Warte mal, aber wir hatten alle Farben. Hä? Sweet, wir sind uns wieder gar nicht ablavieren. Pass auf, da kommt Gelb hin. Gelb und Blau waren richtige Farben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann kommt da Pink hin. Da Blau. Alter, was stimmt denn jetzt nicht? Warte mal eben. Fangen die da an, irgendwie Laub zu blasen oder so ein Scheiß. Okay. Im Sommer? Ich weiß nicht, was die da machen. Auf jeden Fall ist die wieder... Okay. Also, ich glaube, aus der ersten Nummer war Blau richtig und Grün. Mega. Yo, da war schon mal ein Volltreffer. Zwei Treffer. Und zwei Treffer, das heißt, eine Farbe ist noch falsch. Okay, warte. So. Wir haben jetzt drei Treffer. Das heißt, es ist. Was ist denn falsch? Also, das Safe Blau. Blau ist auf jeden Fall richtig. Bei den anderen Farben. Aber die Frage ist: Blau auf der richtigen Position oder was anderes? Nee, das weiß man ja noch nicht. Aber das Problem ist, wir haben halt so oft unterschiedliche Kombinationen auch von Farben gemacht. Ich bin gerade komplett lost. Warte mal. Wenn da drei richtig sind, was ist denn. Ja, eben. Da zwei. Hä? Was ist denn dann da rechts falsch? Wir haben doch gerade da. Dann ist Gelb falsch. Nee. Doch! Nee! Hä? Warte mal. Ja, okay, ich wir bin haben Blau. Blau, Blau ist safe. Blau ist safe. Ja, irgendwo. Blau ist safe dabei. So. Dann haben wir im ersten Zug hatten wir noch Rot, Grün und Gelb. Ja. Davon ist eins richtig. Und zwei davon sind aber falsch. Ja. Und das heißt. Hier. Grün oder Gelb muss falsch sein, weil sonst wäre das doch... Rot ist ja auf jeden Fall falsch. Das siehst du ja aus dem zweiten. Also Grün und Gelb, ja, muss noch falsch sein. Nee, Moment. Grün oder Gelb ist richtig. Eins von beiden. Weil Rot hatten wir ja im zweiten ausgeschlossen. Keine Ahnung. Warum. Also im dritten haben wir dann Rot ausgeschlossen, glaube ich. Also, ich glaube, also Weiß muss rein. Nee. Scheiße, ich hatte gerade eine Überlegung, das wo ich mir ja dachte, yo, nicht. So ist das. So ein Mist. Wir haben drei richtige. Ich hab das wieder vergessen.
Wir haben drei richtige dort und einen an der richtigen Position. Das heißt, Pink, Gelb oder Grün sind falsch. Es muss Gelb oder Grün sein. Es muss Gelb oder Grün sein, anders geht's nicht. Und Weiß muss das andere sein. Keine Ahnung. Dann ist es Gelb, so. Oh, shit! Oh, die Farben stimmen! Vier Treffer. Fuck! Oh, ich hab nur noch... Oh, Jay hat gleich auch nur noch einen Versuch. Okay, die Farben haben wir raus. Und wir hatten da einen Volltreffer. Du hast Blau auf der gleichen gelassen. Das heißt, Blau kommt schon mal woanders hin. Aber was könnte der Volltreffer sein? Pink könnte der Volltreffer... Eigentlich könnten alle die Volltreffer sein. Pink oder Gelb ist es? Ja. Ach, weißt du was? Wir gehen mit Pink. Was? Nein! Pink, Blau, Gelb, Weiß. Dort hin? No! Wieder nur ein Volltreffer! Oh nein! Du hast doch Blau schon hier ein paar Mal im ersten, zweiten Ja, Treffer stimmt! Oh, ich bin so ein Dulli! Ja, aber Pink ist jetzt richtig, aber. Nee, hä? Warte mal. Was passiert Weiß denn, jetzt an der, nee, Weiß ist nicht an der richtigen Position. Das heißt, Weiß kommt oben hin. Oder? Gelb könnte auch da oben hinkommen. Fuck. Ja, entweder ist jetzt... Nee, Moment. Fuck, ey. Das könnte jetzt Pink oder Gelb da oben sein. Was richtig ist. Blau muss unten hin. Mhm. Das ist safe. Ja. So. Gelb muss hier hin. Oder oben hin. Scheiße. Da kommt Pink hin und dann wäre da Gelb. Gelb. Das heißt, Gelb war richtig. Dann war Gelb da richtig und Pink davor war da Pink richtig. Das könnte, glaube ich, könnte passen. Klappen. Ja! Dammit. Okay, nice. Ja. Gut geknackt. Wuhu! Das ist ganz cool, das Spiel. Ja, weil du halt fucking nachdenken musst. Das ist mega cool. Ich hab das immer früher mit meiner Oma aber anders gespielt. Die hat das mir immer einfacher gemacht, weil ich noch so klein war. Okay, jetzt kriegst du den ersten Spielzug. Ja, nicht mit dem richtig und falsch und keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Schon super lange her, da war ich irgendwie 6 oder 7 oder sowas. Ja, spielen wir noch eine Runde, ne? Aber wie wird das denn random ausgelöst? Oh, Farbe doppelt. Machen wir Farbe doppelt ein. Was ist das denn? Ja, das halt mehr. Das Ach so, das Doppelblau in der richtigen Kombination sein kann. Ja, das ist schwerer. Aber wie wird das denn random ausgelost bei zwei Spielern, wenn du Mastermind spielst? Keine Ahnung. Weil der andere, also derjenige, der da drunter macht, weiß doch auf jeden Fall die Kombi. Ja, ich denke, normalerweise spielst du das dann eher mit, dass irgendeiner die Kombination macht und dann das schlägt. Boah. Okay, eine doppelte Möglichkeit, viel Spaß. Ich hab Bock auf Grün, ich hab Bock auf Gelb. Hab ich Bock auf noch andere Farben? Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass du jetzt die richtige Position triffst? Ja, bei Doppelfarben, also die richtige Kombination, wenn wir jetzt Doppelfarben anhaben, ist ja sehr viel niedriger geworden. Aber ich bin gerade am überlegen, nehme ich noch andere Farben oder nehme ich einfach nur die beiden? Tja. Dann wüsste man direkt schon, ob grün oder gelb. Also am besten wäre, wenn keine. Wenn keine dabei wäre. Das wäre mega gut. Ich glaube, das mache ich. Stell dir mal vor, jetzt sagt er, keine ist dabei. Dann haben wir schon zwei Farben komplett raus. Oh, scheiße. Beide sind dabei. Wir haben Arsch. Ja, nee, kann doch doppelgrün oder doppelgelb sein.
Ach so, also das geht nicht um die... Moment, aber die Farbe sind zwei richtig... Okay, scheiße. Und keine ist an der richtigen Stelle. Yo, ey. Nee. Doch. Ein Volltreffer. Ein Treffer. Ja, mega. Das würde bedeuten... Grün und gelb ist es. Ich glaube, du hast den getroffen. Und ich glaube, da kommt einer hin. Nee, rot oder blau musst du nehmen. Warum das denn? Weil in meinem ersten Versuch halt zwei richtig drin sind. Ja, aber kann ja auch doppelt grün sein. Nee, kannst... Ja, doch, kannst du... Also dann hätte ich aber grün nehmen müssen. Ja, das stimmt schon, aber... Stimmt. Aber theoretisch hätten doch auch die beiden grünen ja, richtig sein können, oder? Ja. Okay. Nee. Nicht? Weil... wir jede Position mit grün einmal abgedeckt haben mit den ersten zwei Versuchen. Das heißt, wir hätten richtig sein müssen mit beiden Pins bei meinem stimmt. Versuch. Das heißt, grün ist nur einmal dabei. Ja. Und damit hast du einmal grün und gelb. Wow. Keine Volltreffer, zwei Treffer. Okay. Das heißt, hier kommt grün hin. Ja. Und gelb da drunter. Gelb muss hier hin, ja. Wahrscheinlich. Hä? Moment, und das heißt blau und rot ist aber nicht dabei. Das heißt pink und weiß. Kommt dahin. Ah nee, Quatsch. Rot und oder blau muss das ja sein. Kommen. Stimmt. Stimmt. Oh nein! Komm schon! Och Mann! Also, grün ist richtig. Gelb hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, dann ist das für ein Arsch, ey. Das könnte rot sein. So eine Scheiße. Alter, wir haben die richtig krass geknackt. Easy Game. Ich fühle mich wie Sherlock Holmes, ey. Alter. Das könnte auch so ein Spiel aus den Professor Layton Sachen sein. Voll gut. Ja. I like. Machen wir noch einen? Ja, Siggi. Einen kommen wir noch. Aber wie schnell wir da dran jetzt gekommen sind, wenn du da einmal die Kombination halt hast. So, wahrscheinlich auch ein bisschen Glück bei. Ja. War einmal Zufall, scheiß drauf. Und Farbe doppelt machen wir nochmal. Ja. Oh, jetzt habe ich die Farben gar nicht gesehen. Okay, starten wir mal wieder. Ich finde jetzt habe so ich die Farben nicht gesehen. Wie willst du die sehen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man kurz mal drunter löten können. Ich finde eigentlich so ein viermal pink. Ich finde so ein Doppelfarben-Ding eigentlich gar nicht so schlecht. Dann gehen wir heute mal auf pink und weil das farblich gar nicht dazu passt, nehmen wir rot. Ja! Als ob du direkt zwei getroffen hast. Aber jetzt ist die Frage, welche? Ja, ist doch könnte ganz auch klar. Doppelt das pink hier, sein. Das hier und das hier. Ein Volltreffer, zwei Treffer. Ich glaube, das ist doppelt pink. Alter, das könnte echt doppelt pink sein. Ich probiere das nochmal. Pink, pink. Und drei waren richtig. Das heißt, gelb oder rot? Ne, Moment mal, drei sind richtig. Wait, das kann ja dann gar nicht. Das sind unterschiedliche Farben genommen. Dann ist. Moment, oder warum? Achso, nee, löschen kann man die nicht. Doppelrot ist diese richtig. Diese Musik dabei. So Quatsch, Alter. Doppelrot ist richtig gewesen. Oder rot und pink. Nee, das kann er nicht. Das hast du genommen. Ich glaube, doppelrot war richtig. Und die dritte Farbe, ja, gelb oder grün. Nehmen wir mal hier gelb. Und oben weiß. Was? Kein Volltreffer, keine Treffer.
Also. What? Okay, dann ist der mittlere rote richtig? Nee, hier, pass auf. Du hast. Beim ersten Versuch hatten wir 2 richtige Treffer. Das heißt, und beim dritten Versuch hatten wir 1 richtigen und 2 weiße. Was bedeutet, dass Rot und Pink auf jeden Fall richtig waren. Und zwar müsste es so sein. Weil anders geht's nicht. Ja, genau. Nee, ja, doch, genau. Du hast Pink rausgeschmissen. Ja. Was mir aber jetzt sehr geholfen hat, ist, dass kein Gelb dabei ist und ist kein grün. Weiß. Das heißt, grün ist es, Pink. Grün müsste da hinkommen. Und dann hatten wir als einzige Farbe, die noch nicht drin war, ist Blau. Hä? Oh, come on, ey! Come on! Okay, das ist aber echt hart belastend. Das heißt, oh mein Gott, warte mal. Also nicht mal der Pinke da oben ist richtig. Der Rote ist auch nicht richtig. Das heißt, der Rote muss nach unten. Yep. Ach, ist doch zu kotzen, ey. Ich hab's wieder versaut. Auf der Pinke oben ist nicht richtig da. Da könnte der Pinke richtig sein. Moment, dann haben wir noch Blau und Grün. Das ist aber echt belastend jetzt. Blau und Grün hatten wir in der Commander nicht. Ja, komm, probier mal. Oder? Nee, Blau und nö. Nein! 2 Treffer. Okay. Scheiße. Ja, gut. Rekapitulieren wir nochmal. Wir hatten im ersten 2 richtig. Und da auch 2 richtig. Und da hatten wir immer 1 richtig. Und da hatten wir 1 richtig. Und dann, ja, das ist halt hier. Oh, Moment. So. So. Und dann logischerweise so. Und so. Wieder keine Doppelfarben. Tada! Okay, nice. Code geknackt. Dammit. Wieso gibt's denn keine Doppelten? Da haben wir einfach das Pech gehabt. Ja. Das ist ganz geil. Also Farbcode-Knacker, wie Mastermind, ich glaube von, was weiß ich, früher war mal alles von MB-Spiele oder Parker oder so. Das ist mit Sicherheit von MB. Das ist ganz cool. Mastermind-Spiel. Vielleicht habt ihr auch Spaß daran und spielt halt irgendwie so zu Hause. Ich könnte mir das doch vorstellen, nochmal zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Hasbro. Ciao. Hasbro. Ja, stimmt. Die habe ich auch vergessen. Tschüss.